Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, die letzte Folge hatte leichte Überlänge. Eigentlich hätte ich zwei Folgen draus schneiden können, aber egal, wir lassen das einfach mal so. Wir haben ja letztens das Lager hier auseinandergenommen, wo ich mir selbst quasi die Notiz gemacht habe. Rayon, die Leute hier in diesen besseren Gebieten, in diesen härteren Gebieten, die haben schon deutlich mehr Wumms wie die kleinen Nora-Banditen damals. Vielleicht solltest du doch mal ein bisschen mehr mit Deckung arbeiten und nicht 6 Heiltränke einfach so verschwenden. Ja, das werde ich mir wahrscheinlich zu Herzen nehmen. Betone auch wahrscheinlich. Ich kämpfe einfach gern im Berserker-Modus. So. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine haben Mutter die mich gesehen, wie ich da reingelaufen bin gerade? Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Hä? Wieso mach ich so viel Schaden? Alter, was? Alter, was? Ich bin weg. Nee, kein Bock. Angriff. Alter. Wurde getroffen. Ich muss weg. Das geht doch nicht. Alter, was machen die für Schaden? Was machen die für Schaden? Alter, Schattenkarte sind zu heftig, weil die haben ja auch Schattenwaffen. Ja, vorbei, das war komplett verfehlt. Bin ich hier schon in Deckung? Na, ist okay. Wir werden ein bisschen mehr undercover vorgehen müssen, Leute. Das funktioniert nämlich so nicht. Habt ihr die OP-Tutis gesehen? Sie? Leute, hier, kommt her. Leute. Funktioniert nicht. Ah, doch. Spielen wir doch mal ein bisschen mit Strategie. Komm her. Komm, ja, komm, ja, komm. Okay. Alter, ich bin echt nicht gewohnt, strategisch zu kämpfen. Echt nicht. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Hier mit euren ganzen Füßengläsern. Habt ihr da einen Fetisch oder was? Leute, hier. Liegt ein Stein. Guckt mal. Hier liegt jemand auf der Lauer, Leute. Na, komm doch her. Versuchen wir einfach mal Stein für Stein hier runterzuholen. Hallo! Kommt ihr mal bitte? Hä? Ja, komm. Hier liegen Steine, guck mal. Komm runter. Komm mal hin hier. Das ist schon gut. Da kommt ein bisschen mehr noch. Was war das? Da kommt noch ein bisschen. Ich kann auch keinen schönen Schlag ausführen, es tut mir leid. Und schau. Oh, den Zollgras. Easy. Hat ja doch ein bisschen Stil, auch so zu kämpfen. Das macht auch ein bisschen Spaß. Das kleine Büschel hier gibt mir wirklich Deckung. Finde ich geil. Ich hätte auch gerne meinen Stein wieder. Okay, jetzt sind nicht mehr ganz viele, so viele Leute da unten. Das finde ich sehr gut. Scannen wir mal durch. 1, 2, 3 Leute. Sind das dann wirklich nur 3 Leute oder? Ne, es sind 4. Okay. Und da oben ist der Boss mit der mega fetten Waffe. Ich versuche ihn mal hier runter zu locken. Komm hier runter. Komm schon. Hier ist was. Na, komm doch. Hier ist noch mehr, komm. Komm doch runter hier! Letzter Schuss. War da nicht was? Ja, da war was. Komm her. Ja, komm.
Du bist der Boss. Wenn ich deine Waffe habe, bin ich Boss. Wer liegt hier? Hier liegt ein Stein. Davon werde ich Ach! Der ist nicht verfügt über einen Bossgegner. Ich dachte, ich kann auch einen stillen Schlag bei dem anwenden. Fuck you, fuck you. Okay, bin weg. Bin ich in Sicherheit? Okay. Strategiewechsel. Wir snipern. Das werde ich morgen noch spüren. Boah. Ich muss ein bisschen höher zielen bei dem. Alter, willst du mich verarschen? Das hat gesagt. Ach du Scheiße. Zu weit weg. Ach du Scheiße. Alter. Alter. Alter, mit dem Scharfschützenbogen ist es so schauschwer zu treffen. Ich lass das lieber. Quickscopen funktioniert mit dem Scharfschützenbogen gar nicht. Oh, kannst du mich mal. Alter! Bei der Stirbt doch jetzt! Danke! Alter! Wie heftig! Ich will die Knarre haben. Butz! Lebt nachher mal in dem Schoppen! Ja, seid ihr am Arsch. Ja, seid ihr am Arsch. Aber wie die Knarre einfach aussieht. Style ist was anderes, aber egal. Wir marschieren einfach mal mit der Knarre rein, gucken, ob da noch wer lebt. Und ansonsten schenken wir mal Eindruck. Lebt denn noch hier jemand? Ja, euer Boss ist tot. Ich bin die neue Regentin hier. Nee, hier scheint niemand zu leben. Da vorne ist nur ein Lagerfeuer, alles klar. Es gibt ja, glaube ich, sogar einen Perk, den man verteilen kann, damit man schneller laufen kann mit schweren Waffen. Das wäre eigentlich schon ganz geil, muss ich schon sagen. Ich meine, man läuft ja nicht so viel langsamer. Es gibt Spiele, da läuft man bis zu 80% langsamer, wenn man sogar eine Minigun in der Hand hat, so wie es bei GTA beispielsweise ist. Oder bei Just Cause beispielsweise, oder bei ganz vielen anderen Spielen. Jetzt ist hier niemand mehr, oder was? Nee, ernsthaft. Ich dachte, ich könnte jetzt Spaß haben. Wofür ist die Waffe dann hier? Hi, wie geht's dir so? Nee, vorher Loot. Loot ist wichtiger wie du. Wesentlich wichtiger. Easy? Easy? Ich habe schon zu viel dabei. Na gut, dann halt keine Metallgefäße mehr. Müssen wir mal ab und zu wieder beim Händler vorbeischauen, wenn wir das verkaufen. Kindy schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Ich weiß wo lang. Ich bin hierher gekommen, da finde ich aber raus. Warte, ich nehme die Waffe mit. Alter, bleib doch stehen hier! Da komme ich nicht hoch mit der Waffe. Tut mir leid, haben wir auch ein bisschen einen behinderten Weg für mich? Mit Waffe und so? Ja, halt nicht. Wollen wir hier wirklich? Okay. Also ich kann das. Alter, wir haben uns gerade parallel abgeseilt. Schön. Ich bin auf dir gelandet, Bruder. Warte. So, können wir weiter. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein. Ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch nee, zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Ich vertraue dir, ne? Ich vertraue dir wirklich.
1000. Oh, du Kacke. Das Allergeilste ist, wir haben kein Schnellreisepaket mehr. Schön, okay. Aber seht euch den Lensflare an. Boah, was? Es ist so geil. Alter. Es tut mir leid. Es muss sein. Alter. Der Lensflare sieht so krass aus. Alter. Okay. Okay, den Lensflare noch tief. Nee. Ich will den Lensflare noch ein bisschen krasser hin. Noch ein heftiger. Von Lensflare von hier rechts rein oder so. Ich versau schon wieder das Bild. Ja, das ist Lensflare. Ich will so einen schon schwachen Lensflare hier rein. Sehr schön. Genau so. Alter, das sieht so. Ich werde keine Fotos oder so machen, aber ich werde mich. Alter! Ich verbringe so viel Zeit im Spiel in diesem Fotomodus, Leute. Aber ich will auch das Let's Play damit nicht zumüllen. Aber es ist einfach nur so schön. So krass, krass, krass. Ich bin so froh, dass sie den Fotomodus hier reingebracht haben. Pony! Brauch dich! Ach, jetzt krieg ich nur meinen Läufer! Schön! Ich krieg keinen Stürmer mehr. Wo die Stürmer sind mir zu störrisch. Ich muss dich doch wieder verlassen. Tut mir leid, die ist heilendes Zeug. Das nehme ich mit. Heilendes Zeug hier einfach rumsteht. Ich hab da nichts gegen. Kann ich mich mal voll heilen hier. Das war auf natürlicher Weise. Nicht mit gekauften Tränken. Ja, das ist nur Reinholz. Und Schnappmaul! Ja! Pony! Ja, eine Mission. Unsere Mission lautet, das Schnappmaul mal getrost in Ruhe lassen und. Ah, getrost in Ruhe lassen ist am besten. Alter, diese Felsformation, kann ich hier entlang reiten? Da hoch? Ich glaube nicht, ne? Schade. Ah, das sieht schon geil aus, die Wand hier, die Felsformation. Das ist zwar ziemlich störrisch hier der Übergang. Obwohl, nee, passt sogar. Ich wollte schon meckern. Da wollte ich schon meckern. Weil dieser See hier, der sieht schon krass aus. Die See hier sieht krass aus. Wirklich geil, oh. Ich genieße die Landschaft in dem Spiel so sehr, das ist unglaublich. Ich bin so eine kleine Grafikhure, Leute. Es ist einfach so. Aua! Wenn ich die Wohnstätte finde, in der sie hergestellt wurde, könnte ich herausfinden, wie man sie verbringt. Ja. Die Schnappmäuler in Ruhe lassen. So viel dazu. Tschüss, Leute. Aua! Du Pisskopf! Alter, was hattest du gerade für einen Sprint drauf, verdammte Scheiße? Alter, jetzt kommt ja noch so ein Dulli. Ah, craftet doch nach. Alter, ich hasse es, gegen zwei von den Viechern gleichzeitig zu kämpfen. Alter, ich hau dir die ganze Scheiße runter, Alter. So, der hat sein meistes Zeug verloren, finde ich sehr gut. Ich mal deinem Eisstrahl. Bringt das was, wenn ich dir ins Maul schieße? Alter, ich friere hier ein. So viel dazu, dass die Heilung sehr viel was bringen wird bei uns. Alter. Jetzt sei doch nicht so OP! Alter! Es geht doch nicht auch noch in den Nahkampf über! Verschwinde! Jetzt kommt hier noch ein Plünderer an! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Alter! Was ist denn hier los? Alter! Nee. Darauf habe ich aber sowas von keinen Bock. Ich bin weg, Leute. Tschö.
Ich weiche keinem Kampf aus, ne? Selten. Aber so einer, nee. So, jetzt bin ich hier oben. Jetzt können wir wieder mal drüber reden. Ach, was für eine Zeitverschwendung. Nein. Ihr könnt mich nicht mehr sehen. Könnt ihr mir mal von mir ablassen? Wie auch die Banditen auf mich aufmerksam wurden. Okay, sie ziehen ab. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Es ist noch nicht vorbei. Reiß mir den Gegner Alter. Ein! Willst du mich verarschen? Alter, gib mir jetzt einen fucking Halt dran. Alter! Willst du mich verarschen? Das war ein Headshot! Alter! Habe ich hier gerade ein Banditenlager entdeckt oder wie? Wie ist das jetzt hier? Oder sind das einfach Banditen hier in der Schlucht oder wie? Alter! Ihr fordert mich echt hier. Ach komm. Rohstoff ist voll, Mann. Na ja, gut. Was ist das da oben? Metallblume. Panorama. Nice. Alter, wir sind hier richtig weit hochgelaufen und haben noch immer nicht das ganze Gebiet hier aufgedeckt. Das ist riesig, Leute. Das ist so schön. Ich wollte auch in die Rohstoffe gucken. Warte mal. Zünder. Wir brauchen auf keinen Fall so fucking viel Zünder. Kannst du mal wegmachen hier, ganz schön. Aber auf keinen Fall so viel fucking Reinholz. Können wir auch alle wegmachen hier. Reinholz können wir sowieso nicht verkaufen. Draht. Brauchen wir auch nur 100 Stück. Lohe kann ich brauchen. Kühlsaft auch. Das brauche ich nicht. Ich mache keine Heiltränke. Metallbrand. Was macht man damit? Munitionsherstellung. Okay, dann behalte ich es einfach mal. Okay, komm, kann weg. Scheiß drauf. Was haben wir da ein bisschen Platz? Easy. So geil. Das würde ich ganz gerne mitnehmen. Denn das könnte ein bisschen was wert sein. So. Lebt denn hier noch jemand? Oder sind wir hier fertig? Lagerfeuer mitten in der Schlucht. Nice. Okay. Wie das auch ein ewig langer Weg ist. Ich habe mal was gefunden. Nice. Wer war das? Nummer 86. Pressemeldung. Datenbeschädigung. Partiell. Ah, okay. Nee, wir lesen uns das nicht so. Das können wir mal in der Special-Folge alles durchlesen, was wir hier finden. Ich finde das immer nicht so nice, jetzt hier mit drei Folgen irgendwas komplett durchzulesen. Die Texte sind doch manchmal ziemlich lang. Deswegen auch meine Aufforderung, spielt das Game doch einfach mal selber. Oder nee, guckt das Let's Play, kauft es euch nicht. Nee, natürlich. Spiel ist einfach nur nice, das sollte sich jeder mal gönnen. Wo sind wir hier? Ich gehe mal nicht näher drauf rein. Da werden wir questtechnisch schon immer mal wieder hinfinden. Oder? Wahrscheinlich. Noch 450 Meter. Vorher waren es noch 900. Wie schnell das doch geht. Hier oben sind Stürmer. Ne, das sind keine Stürmer, das sind Breitköpfe, ne? Ja, das sind Breitköpfe. Ale macht halt die dicken Stunts. Schön, sehr schön. Mann, warum kann ich da drüber springen? Was ist denn überhaupt los? Ach, das sind wir ja schon. Sehr schön. Ging ja doch voran. Easy. Ja, gibt's noch ein Blümchen zum Willkommen, das Geschenk und so. Och Mann, ich bin so dumm. Ich habe gerade meinen letzten OP-Trank Okay. Ah, ich hasse es. Das passiert, wenn man wirklich 5-6 Spiele gleichzeitig spielt. Also nicht gleichzeitig, aber immer wieder die Steuerung neu lernt, wenn man ein anderes Spiel anfängt und vorher was anderes gespielt hat und so weiter. Ich spiele GTA, Elder Scrolls, Overwatch, Minecraft und dann noch Horizon hier und dann noch Mass Effect Andromeda, wenn ihr das hier seht, die Folge. Sollte eigentlich schon die erste Folge Mass Effect Andromeda draußen sein. Ich hoffe mal, das kriege ich hin und habe gerade was Falsches angeteasert. Ah doch, das sollte funktioniert haben. Das sollte doch funktioniert haben. Ich nehme mir jetzt, glaube ich, schon die 6. Folge am Stück auf. Ist auch wieder mal schön, ne? So viel dazu, dass ich mal aktueller spielen will. Aber egal. Aufnahme-Sessions zu machen ist aber einfach die
produktivste Art, Videos zu produzieren. Denn wenn man wirklich täglich ein Video produziert, das kriegt man einfach zeitlich nicht hin. Das kriegt man nicht hin. Besonders nicht, wenn man arbeitstätig ist, so wie ich. Leute, die wirklich YouTube als Hauptberuf machen, die können das natürlich machen, jeden Tag eine neue Folge hochladen, jeden Tag auf neue Kommentare eingehen, jeden Tag wirklich die Folge frisch aufnehmen. Das funktioniert bei Leuten, die YouTube als Hauptberuf machen, aber Leute, die arbeitstätig sind und 5 Tage in der Woche arbeiten, manchmal 6, so wie ich, die müssen dann doch schon ein bisschen strategischer an die ganze Sache ran. Aber zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir sind wieder hier bei Ravan. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Die Reichen berauben. Quest abgeschlossen. Easy. Und ich sehe gerade, wir sind Level 24. Hat das letzte Folge verschlafen oder irgendwie? Können wir denn was skillen? Wir haben 2 Punkte. 2 bringt mir nicht sonderlich viel, denn ich will hier runter. Mehr Schaden beim starken Schlag. Noch mehr Schaden beim starken Schlag. Und den Anführerschlag hätte ich ganz gern. Und dann hätte ich noch ganz viele solche andere Sachen gern. Oh, es gibt eine lange Ausweichrolle. Stiller Sprint. Wie nice. Das will ich alles skillen. Verursacht mehr Schaden. Dreifachschuss haben wir immer noch nicht geskillt. Ach so. Und ich rede die ganze Zeit von Dreifachschuss und schieße nicht 3 Pfeile. Okay, dann müssen wir das auf jeden Fall noch skillen. Okay, dann warten wir auf den nächsten Punkt. Und dann skillen wir das. Oh Leute, ich werde erstmal sagen, das war's für heute. Die Hauptquest, wie ist die? Die Stadt der Sonne? Weiß nicht. Wie viele Nebenquests haben wir denn noch? Können wir schon die Hauptquest zwischenschieben oder müssen wir noch Nebenquests machen? Nee, ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir schon mal die Nebenquests angehen. Oder sollen wir die Hauptquest machen? Lass mich überraschen, Leute. Freue auf die morgige Folge von Horizon Zero Dawn. Schreibt mir Anregungen, Kommis, Kritik und so weiter. Alles in die Kommis. Ballert einfach alles unten rein, was euch so durch den Kopf schwirrt. Und ich verbleibe mit einem Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.